meine Güte, da ist man einmal 3 Wochen nicht da und in der ganzen Gaming-Branche tut sich schon wieder so viel. Da habe ich mir echt genau die richtigen 3 Wochen für ausgesucht. Zum Glück bin ich wenigstens vor der Gamescom wieder nach Hause gekommen. Welche ich im Übrigen nicht besuchen werde, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Von Hamburg aus bis nach Köln ist das mir dann doch ein zu großer finanzieller Aufwand, dorthin zu kommen. Das ist mir dann einfach nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben. Der Eintritt ist ja gar nicht das Ding, aber eben bis nach Köln und zurück zu reisen, ist mir dann einfach zu teuer, um da dann vielleicht 1 oder 2 Spiele anspielen zu können und dann vor den Ständen rumzugammeln und mir anzuhören, was die da so von sich geben und sowas. Da habe ich dann wirklich keine Lust drauf, beziehungsweise das ist mir nicht wert. Würde ich in Köln wohnen, wäre das Ganze eine andere Geschichte, dann wäre ich da wahrscheinlich hingegangen, aber von Hamburg aus, nein, danke. Gestern haben ja die ganzen Publisher etc. von der Gamescom ihre Pressekonferenzen gehalten. Das hatte ich im Übrigen gar nicht auf dem Zettel, habe ich total verpennt. Ich hatte die letzten Tage auch noch ein bisschen was anderes zu tun, aber so schlimm ist das ja auch nicht. Muss ich halt mir die ganzen Artikel darüber durchlesen, was sie denn da so von sich gegeben haben. Jedenfalls hat Sony den Release-Termin seiner PlayStation 4 bekannt gegeben. In Europa wird die PlayStation 4 an dem 29. November 2013 in den Handel kommen und in den Vereinigten Staaten schon 14 Tage früher, am 15. November 2013. Zum einen ganz gut, dann können die Amerikaner nämlich schön den Beta-Tester für das Ding spielen, kann ich erstmal schön gucken, ob das alles denn so funktioniert, wie es soll und vor dem Kauf dann wirklich noch gut überlegen, ob ich mir das Ding anschaffe oder vielleicht noch ein paar Wochen warte. Und zum anderen ist es natürlich schon ein bisschen unfair. 2 Wochen sind da wirklich schon recht viel. Also ich meine, bei der PlayStation 3 war es so, dass dort, ja, korrigiert mich, wenn ich mich irre, ich meine, die ist in Japan zuerst rausgekommen und das sogar nur 1 oder 2 Tage vor dem weltweiten oder europäischen Release. Und 2 Wochen sind da dann doch schon ganz schön viel, muss ich sagen. Aber na gut, wie gesagt, hat positive, sowohl positive als auch negative Seiten. Was Microsoft da mit seinem Release der Xbox One jetzt wieder gemacht hat, das verstehe ich auch nicht ganz. Die soll wohl in einigen Ländern oder in vielen Ländern erst 2014 erscheinen. Keine Ahnung, was die da wieder für Probleme haben, wieso das jetzt unbedingt so sein musste. In Deutschland kommt sie zum Glück pünktlich zum richtigen Release-Termin raus, wobei mir das eigentlich relativ egal ist, weil ich mir die Xbox One eh nicht hole. Ich bin da eigentlich schon zu 99% sicher auf der Seite von Sony mit der PlayStation 4. Aber was Microsoft da jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Anscheinend sind die ganzen Konsolen ja doch nicht ganz länderunabhängig und man muss wirklich darauf achten, dass man sich eben eine deutsche Version kauft. Anders kann ich es mir eigentlich nicht wirklich erklären, dass die ganzen Konsolen in vielen Ländern wohl erst ab 2014 verfügbar sein sollen. Aber na gut, wie gesagt, mir ist es egal. Ich hole mir höchstwahrscheinlich eh die PlayStation 4. Weswegen ich eigentlich jetzt heute ein Video machen wollte, das mit der PlayStation 4 habe ich nämlich eben gerade nur zufällig noch erfahren, ist der neue Battlefield 4 Trailer. Electronic Arts hat auf seinem YouTube-Kanal, beziehungsweise Battlefield auch, auf dem YouTube-Kanal einen neuen Trailer zu Battlefield 4 hochgeladen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Und zwar sieht man dort die neue Map, beziehungsweise die Map, die man wohl auf der Gamescom dann auch spielen wird, mit dem dazugehörigen neuen Spielmodus, der ja auch auf der Gamescom spielbar sein soll. Und ich bin schon gespannt, denn Erik fährt dieses Jahr zur Gamescom und hat so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein First-Line-Ticket gewonnen für Battlefield 4. Das heißt, er kann ohne an der Schlange anzustehen direkt vorgehen sozusagen und Battlefield 4 anspielen und ich bin da schon ziemlich gespannt, was er da so berichtet, denn das ist eigentlich eine recht vertrauenswürdige Quelle, die auch ein bisschen Ahnung hat von Shootern und eben auch Gaming allgemein. Und die neue Map, die man dort sieht, heißt Parcel Storm, ist so ein bisschen im karibischen Stil gehalten, tropische Zone wahrscheinlich auf der Erde mit ganz viel Palmen und eben viel Baumwuchs auf den Inseln, darum überall Wasser. Und sieht auf den ersten Blick eigentlich recht geil aus. Ich mag dieses tropische Setting, das habe ich schon immer gemocht in so gut wie jedem Spiel. Und den neuen Spielmodus bekommt man da wie gesagt auch zu Gesicht. Der sieht ein bisschen aus wie Sabotage aus Call of Duty. Einziger Unterschied,
in Battlefield 4 wird es wohl so sein, dass beide Teams jeweils drei Basen haben. So sieht das aus. Da sieht man über der Minimap A, B und C von beiden Teams. Vielleicht blende ich hier nochmal ein kleines Bild ein, dann könnt ihr das nochmal genau sehen. Aber ihr werdet den Trailer ja wahrscheinlich sowieso schon angeschaut haben. Und dann gibt es eine Bombe auf der Map, die im Trailer auch ein paar Mal aufgehoben oder eben fallen gelassen wird. Und ich vermute mal, dass das Team gewinnt, welches als erstes die drei Basen der Gegner eben gesprengt hat mit dieser Bombe. Wahrscheinlich wird es dann so sein, so stelle ich es mir vor, dass die Bombe irgendwo rumliegt auf der Map. Die muss man finden, vielleicht wird sie auch angezeigt auf der Minimap. Ich vermute mal, dass es so sein wird. Und dann zerstört man das erste Ziel vom Gegner und dann spawnt wahrscheinlich eine neue Bombe oder wird irgendwie von einem Airdrop oder so fallen gelassen und dann kämpft man eben wieder darum. Und das Team, was dann eben die drei Basen der Gegner als erstes zerstört hat, gewinnt. Ist, finde ich, eine ziemlich geile Idee, muss ich sagen, weil das Coole an der Geschichte ist einfach, dass sich wirklich dieses ganze Schlachtfeld mal auf einen einzigen Punkt konzentriert. Natürlich wird es dann wahrscheinlich recht schwierig sein bezüglich auf KD-Spielen und so, ja, wenn man das eben macht. Ich mache das manchmal auch, muss ich zugeben. Wenn man auf KD spielt, dass man dann auch ein bisschen objective bleibt, vielleicht auch mal die Bombe aufhebt, weil es natürlich immer gefährlich ist, genau in dieses Zentrum eben reinzugehen. Aber an sich ist das eigentlich, finde ich, deutlich interessanter und actionreicher als zum Beispiel sowas wie Conquest. Bei Conquest ist, finde ich, einfach das Problem, dass sich diese ganze Schlacht auf zu viele Punkte verteilt. Deswegen spiele ich es auch nicht so gern. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne Rush spiele, weil dort verteilt sich bzw. konzentriert sich einfach diese ganze Action auf ein und maximal zwei Punkte, eben die beiden Bomben. Und da passiert einfach viel mehr. Und bei diesem neuen Spielmodus kann ich mir wirklich vorstellen, dass das echt mal wirklich actionreich werden kann und vielleicht auch mal annähernd so wie in den Trailern. Die Trailer sind ja alle gestellt, wie man weiß, da passiert ja wirklich immer extrem viel auf einmal. Jets fliegen rum, Helikopter, Explosionen überall. Und bei dem Spielmodus glaube ich echt, dass das mal wirklich annähernd so aussehen könnte. Vorausgesetzt, man weiß natürlich, wo sich gerade die Bombe ungefähr befindet. Mal sehen, wie das dann alles letztendlich aussehen wird. Ich bin ziemlich gespannt. Muss aber ehrlich sagen, dass ich auch nach dem Trailer nicht ganz so gehypt bin wie vor Battlefield 3. Liegt wahrscheinlich daran, dass Battlefield 3 mein erstes Battlefield war, was ich gespielt habe. Aber dennoch freue ich mich immer noch riesig auf Battlefield 4, weil es wird einfach mal für mich Zeit, wieder einen neuen Shooter zu spielen. 2 Jahre lang eigentlich nur Battlefield 3 und Black Ops 1, was ja noch älter ist, ist dann doch einfach ein zu langer Zeitraum und ich freue mich wirklich darauf. Am Ende des Trailers hat man im Übrigen noch einen kurzen Ausschnitt von einer Karte aus China Rising gesehen. Auch anscheinend in einem tropischen Gebiet, sehr viel Baumwuchs. Und noch was ganz Wichtiges, das hätte ich fast vergessen. Auf Parcel Storm gibt es offensichtlich dynamisches Wetter und danke DICE, dass ihr es endlich mal eingeführt habt. Ich habe mir sowas schon seit Ewigkeiten gewünscht. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, als Black Ops 1 erschienen ist. Wäre es nicht mal geil, wenn man endlich mal dynamisches Wetter in Spielen hätte. Hier ist es nun so, dass man entweder wahrscheinlich auf der Karte schön im sonnigen Gebiet spielen kann oder eben bei Sturm. So wurde es im Trailer jedenfalls gezeigt. Aber noch besser fände ich es wie, gut, das passt jetzt wahrscheinlich nicht so gut zu der Map, aber bei anderen Karten, dass man vielleicht bei Regen, bei Sonne, bei Schnee, bei Sturm spielen könnte. Wirklich extrem verschiedene Wetterszenarien. Und ich hoffe, also ich bin natürlich schon damit zufrieden, was DICE da jetzt überhaupt schon gemacht hat, dass man eben überhaupt eine Veränderung des Wetters mit dem Spiel hat. Und wenn das dann noch so extrem mal ausgeweitet werden würde, ich würde mich echt freuen, weil dadurch wird das Spiel einfach mal noch viel abwechslungsreicher. Und ja, danke, dass mein Wunsch endlich mal erhört wurde, dass man eben dynamisches Wetter auf den Karten von Spielen hat. Ja, das sind eigentlich die wichtigen Dinge, die zum Trailer zu sagen sind. Ansonsten ist da eigentlich das Übliche, was man sonst so gesehen hat. Ein bisschen Rumgeballer, ein bisschen Action. Ein Schiff kommt da dann noch auf der Insel einmal an, was da noch ein bisschen was ja weghaut und zerstört. Gut, scheint mir sowas Ähnliches zu sein wie vielleicht die Antenne auf Caspian Border, dass das vielleicht zum Ende der Runde da reinfährt oder so. Keine Ahnung, werden wir sehen. Und man sieht auch wieder recht viel Seeschlachten. Wobei ich auch denke, dass die Map auch sehr auf Seeschlacht ausgelegt ist. Ich frage mich allerdings noch, inwieweit
DICE das umsetzen möchte, dass man wirklich sich auch auf diese Seeschlacht konzentriert. Weil das Problem, was ich dabei sehe, ist einfach, dass es oft nicht so viel Sinn macht, wirklich sich ein Boot zu schnappen und gegen andere Boote zu kämpfen. Weil nehmen wir jetzt einfach mal Battlefield 3 Karten als Beispiel. Da hat man natürlich auch auf Wasser, zum Beispiel Wake Island, was ja wahrscheinlich ein ähnliches Setting ist wie Parcel Storm. Aber dennoch ist es eigentlich viel einfacher, eben über Land seine Ziele zu erreichen, weil man dort halt auch laufen kann. Und ich vermute mal, dass das ein Problem sein könnte. Dass es eben wirklich nicht so viel Sinn macht, wirklich sich ein Boot zu schnappen, beziehungsweise es vielleicht schon Sinn macht, aber man dann sehr schnell auch sein Ziel erreicht und nicht wirklich alle Spieler auf dem Server auch auf einem Boot sitzen und man wirklich diese Seeschlachten hat. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Mal gucken, wie das gelöst wird. Ich denke, das Video ist jetzt lang genug und ich habe eigentlich auch alles gesagt. Alles Wichtige zum Trailer. Natürlich gibt es jetzt noch massig andere Infos auch, was wahrscheinlich noch die Xbox One betrifft, was ich vor allem auch in den letzten 3 Wochen abgespielt hat. Aber gut, ich denke mal, das wisst ihr dann auch alles eh schon. Und wie gesagt, ich denke, es reicht jetzt auch. Ich werde dann wahrscheinlich nach der Gamescom das nächste Video bringen, vermutlich mit dem Erik zusammen. Und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt. Haut rein, Leute. Bis dann.